Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Project Equivalence mit mir, den lieben Silence. Wir haben letztes Mal das Ding hier drüben fertig gebaut. Den, wie heißt das Ding? Arcane Crucible, genau. Den wollen wir heute auch einmal, ja, einrichten, benutzen, wie auch immer man das nennen möchte. Dafür brauchen wir auf jeden Fall den Crafter. Wir brauchen ein paar Kabel. Davon kann ich mal wieder neue machen lassen. So. Und braucht das Ding Strom? Ich würde jetzt einfach mal vermuten, nein, weil der auch keinen Input hat. Ja, gehe ich einfach mal von nein aus. Also, wir müssen hier einmal Importbus. Ja, doch, ich komme da runter. Jetzt kriege ich wieder Schluck auf. Warum? Warum kriege ich ständig Schluck auf, wenn ich aufnehme? Keine Ahnung. Gut. Auf jeden Fall, wir haben den Crafter, wir haben den Importbus. Jetzt muss ich irgendwie hier noch runterkommen, dass wir einmal alles verbinden können und ans System anschließen können. Nehmen wir mal die anderen Conduits, weil die hier nämlich schon liegen. So, ich habe das Gefühl, der Server laggt heute massivst. Oder Client, Server, was auch immer von beiden. So, das läuft. Das heißt, eigentlich sollten wir jetzt in der Lage sein, die Rezepte zu starten. Ich will logischerweise mit dem gerne anfangen. Mit der Soap. Und dafür müssen wir wahrscheinlich gleich ein paar von den Kristallen machen. Genau, uns fehlt nämlich das Flash und die ganzen Kristalle fehlen uns. Für die Kristalle habe ich ja letztes Mal hier drüben, genau, habe ich hier ja schon angefangen, die Flaschen fertig zu machen. Und das werden wir jetzt in Kristalle umwandeln. Und zwar brauchen wir dafür, ich glaube, das Ding war das. Genau. Wir brauchen Eisenplatten und Amber. Okay, ich suche doch vielleicht nach Iron Plates. Haben natürlich keine. Machen mal 640 Stück. Sollte eigentlich recht schnell gehen. Ja. Zumindest so 64. Dann Amber. Dann brauchen wir noch Alfglas und Brass Plates. Alfglas und Brass Plates haben wir sogar noch. Und, ja gut, Redstone-Komparatoren. Davon kann ich mal ein paar machen. Und was ist das letzte? Ein Dreamwood-Twig. So. Damit sollten wir jetzt eigentlich alles bauen können. Tatsächlich, ich habe versucht, einfach mal ein bisschen AFK zu stehen. Und die Sanity, also das hier oben, ist ein bisschen runtergegangen. Aber es läuft mir nicht schnell genug. Und da wir eh 256 von der Seife herstellen müssen, müssen wir es eh automatisieren. So, dann machen wir davon zwei Stück. Dann hiervon zwei. Ich hoffe, dass unser Wiss reicht. Ja. Das gibt uns jetzt nämlich die Möglichkeit, dass wir hier drüben mehr Rezepte einspeichern können. Das heißt, ich kann hier nochmal wieder die Quarz-Silber benutzen. Hier reinpacken. Und aktuell können wir nur ein Rezept einspeichern. Das heißt, funktioniert nicht. Wenn wir jetzt aber die Dinger daran packen, können wir theoretisch, ja, drei Rezepte jetzt. Und ich weiß nicht, kann ich oben auch? Ja, jetzt können wir tatsächlich fünf Rezepte. Und wir brauchen jetzt ja noch Cognito. Das ist einmal das. Jetzt wechselt er quasi immer hin und her. Dann brauchen wir Alienus und Victus. Alienus. Und Victus muss ziemlich weit unten sein. Victus. So. Hier sieht man jetzt alle Rezepte, die eingespeichert sind. Der switcht fröhlich hin und her. Und da wir die Files haben, sollten wir eigentlich in der Lage sein, die Rezepte jetzt einfach einzuspeichern.
Ist jetzt die Frage, wie gut das klappt, aber in der Theorie sollte es möglich sein. Ich hoffe es einfach mal. Das heißt, wir brauchen jetzt Victus. Fange ich einfach mal an. 5 von denen kriegen wir aus 5 von denen und einer Flasche. Dann Victus haben wir, dann Aldianus. Haben wir da welche von? Ja. So. Na, 5 Stück aus einer von denen. Speichern. Und das letzte ist Cognito. Cognito. Ja, da haben wir natürlich keine von. Das ist doof. Machen wir einfach mal welche. Also prinzipiell sollte es jetzt möglich sein, dass wir das Ding einfach hier reinpacken. Das funktioniert soweit. Und wenn wir die reinpacken, sollte er nicht machen? Warum macht er das nicht? Hä? Das ist doch das einfach, oder nicht? Habe ich Cognito? Doch. Cognito. Ist doch das Richtige. Ist doch das, was ich da reingepackt habe. Das einmal kurz weg. Und jetzt? Nö. Wie funktioniert das Ding? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich habe halt keine Lust, mehrere von diesen Thaumaturgium da aufzubauen. Thaumonomicon. Da. Wie funktioniert das? Ich habe keine Lust, mir den ganzen Kram anzugucken. Hier. Bla bla bla. Only have one active formula, but by attaching a mnemonic matrix to its side, I can increase the number of formulas I can keep. Ja. Bei 2. Aber wie funktioniert. Also. Es funktioniert ja einfach nicht. Hä? Das müsste noch definitiv genug sein. Das heißt, ich muss wirklich jedes Mal diese blöde Matrix. Nee, Construction. Wie heißt das Ding noch? Wir haben doch sicherlich da noch einen von. Oder auch nicht. Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Dann muss ich das einmal auseinanderreißen und dann müssen wir wirklich für jedes ein eigenes Setup aufbauen. Okay, das könnte ein bisschen komplizierter werden, weil hier Construct, so heißen die Dinger. Nee, das geht nicht. Dann werden wir mal was anderes versuchen. Das geht. Okay. Dann würde ich sagen, Alchemical Construct, die Dinger werden jetzt einmal reingeschmissen. Also, ich habe keinen Bock, den Kram die ganze Zeit neu zu bauen, deswegen. So, Alchemical Construct. Das wird nervig, vor allem, weil ich dann... Oh. Okay, vielleicht habe ich davon jetzt ein paar viele. Final? Ja, so 2, 3, zigtausend. Gut, das heißt, die Construct bekommen wir ran. Und wir müssen das ganze Setup von hier für jedes Teil einzeln aufbauen. Das ist maximal nervig, um ehrlich zu sein. Salus Mundus. Zack. Wenn es denn jetzt funktioniert, nicht, dass es irgendein anderer Fehler war. So, Cognito.
Oh, na, ist das wirklich relevant, von welcher Seite aus man das aufmacht? Oder anmacht? Oh nein. Gut, dann klicke ich es so rum an. Ah, jetzt hat's geklappt. So, Cognito. Ja. Hat tatsächlich daran gelegen. Aber ich verstehe es nicht. Oder weil das vielleicht das gleiche Item ist, dass er damit nicht klarkommt. Naja, egal. Auf jeden Fall müssen wir uns hier irgendwie ein bisschen was überlegen. Weil wir brauchen ein bisschen sehr viel Zeug. Netherrack. Da. Ich bin am Überlegen, kann man den Kram vielleicht mit einem Fluid Conduit ansteuern? Ja. Okay, dann kann ich es mir ein bisschen einfacher machen. Warte mal, kann man das Ding vielleicht auch damit ansteuern? Nein, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, wie mache ich das am besten? Ich glaube, ich werde die Rezepte umschreiben und einfach durchgehend Quarzsilber exportieren. Weil dann brauche ich nämlich nur ein so ein Setup jedes Mal. Ja, das macht das Ganze ein bisschen sehr viel einfacher. Stone Bricks. Da. Das heißt, hier kommt der nächste, hier kommt einer, hier kommt einer. Hier kommt einer hin. Mehr kann ich jetzt gerade ad hoc nicht bauen. Das ist etwas doof, aber naja. So. Gut, ich muss hier ja eh Holz wegnehmen, fällt mir gerade ein. Ja, mach ich mal bis hier hinweg. Sicher, sicher. Und einmal neue Steinchen setzen. Also, sonst fackelt mir halt alles ab mit Pech. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf. So, ich weiß gerade nicht genau, wo ich jetzt die Dinger platzieren muss. Interessant, dass da drunter noch ein Terminal ist. So. Dann. Einmal Netherrack, 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 Netherrack. Und da muss jetzt das Conduit hin. So. Dann brauche ich noch ein paar Jars. So, einmal Crafter überall dran. Also es dauert jetzt einen Moment, bis ich alles aufgebaut habe. Ich bin halt tatsächlich davon ausgegangen, dass ich das schneller hinkriege. Aber das war mir anscheinend nicht vergönnt. So, habe ich noch Conduits? Nein, natürlich nicht. Ich kann aber schon mal Flint and Steel rausholen. Einmal alles anzünden. Einmal die Dinger hin. Und jetzt will ich quasi einen Tank aufstellen. Ja, ich nehme stinknormalen Fluid Tank. Und der soll quasi durchgehend vollgepumpt werden. Ich reiß das jetzt hier einmal komplett weg. Muss ich ja eh tendenziell neu aufbauen. Mal gucken, was kann weg. Der ganze Kram kann erstmal weg. So. Dann möchte ich gerne genau hier nämlich den Tank hinhaben. Und hier den User. Und du sollst Use Item on Block. Genau. Und damit Extract. Und die Dinger sollten langsam aber sicher voll werden. Genau. Gut, das funktioniert. Dann brauche ich ein paar. Ja, ich nehme einfach mal Conduits, keine Kabel.
Und hier, nein. Hier, ja. Einmal alle anschließen. Falls es zu dunkel ist, tut es mir leid. Ich kann da gerade nichts gegen machen. So. Hier kommt dann jetzt auch noch ein Kabel hoch. Na. Ach du Schande, sind hier viele Kabel. Warum ist hier so viel Kabelsalat? Naja, egal. Also, dann hab ich ein Kristall, glaube ich, zu wenig. Ja. Egal. Gucke ich gleich, was noch fehlt. Dann einmal so. Eins. Ich bin dumm. Ja, ich bin dumm. Da muss natürlich noch ein User zwischen. So. Oh, allmählich nervt das. So, dann. Mache ich jetzt wirklich die Shards raus? Nee, ich mache die Shards nicht raus. Dann kann man vielleicht da doch noch andere Rezepte reinpacken. Das heißt, wir haben einmal hier das nach oben. Oh Mist, wir sind schon bei 17 Minuten. Dann einmal die Chests. Dann die Dinger. Konstrukt irgendwas. So. Einmal mit Salesmundus anmachen. Dann hier auch nochmal kurz umbauen. Auch mit einem Crafter. Chest drauf. Und dann sollte ich jetzt das reinlegen können. Das reinlegen. Ich brauche neue Steine gleich. Und das reinlegen. Dann haben wir die ganzen User nicht mehr. Okay, wir brauchen definitiv mehr Mechanical User. So. Die gehen einmal hier ran. Hier auch. Und ja, jetzt nur noch die Conduits. Also ich glaube, wir schaffen das heute nicht mehr fertig zu machen, aber ich würde es gerne zumindest versuchen und ich habe Mist gebaut. Und zwar richtig. Nee, habe ich nicht. Weil, ja, die Dinger sind teilweise nicht richtig eingestellt. Danke für nichts. So. Ach, Mensch. Ich sollte sowas nicht bei Stress machen, glaube ich. Gut. Ich möchte jetzt nämlich nach hinten hin den Output haben. So. Dann die netten Chests und ein paar Importbusse. So. Sieht zwar nicht ganz so schön aus, aber es funktioniert halt. Und ich sag mal, das ist aktuell eigentlich das Wichtigste für mich bei Thorncraft. Aber eigentlich müsste man den Kessel doch auch irgendwie anders automatisieren können. Da gibt's doch bestimmt auch irgendwas von Modular Machinery. Das wäre jetzt zwar ein bisschen dumm, weil ich das vielleicht hätte vorher angucken sollen. Aber prinzipiell ist es ja möglich. So. Dann sollten die Importbusse da funktionieren. Und dann würde ich sagen, Rest machen wir dann nächstes Mal. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.